Hallo zusammen! In diesem Video erfährst du, wie du einen Tagebucheintrag vorbereiten, schreiben und gestalten kannst. Dieses Buch wird dich während deiner ganzen Primarschulzeit begleiten. Pass also gut darauf auf und gestalte deine Einträge sorgfältig. Wir erklären dir Schritt für Schritt, wie du dabei vorgehen kannst. Stell dir deinen Eintrag als Wanderweg mit einigen Wegweisern vor. Starten wir beim ersten Schild. Du überlegst als erstes, was will ich festhalten? Dazu haben wir dir schon einige Ideen zusammengetragen. Perle des Tages. Was macht mich stolz? Was ist mir heute gut gelungen? Was hat mir heute Spaß gemacht? Was war besonders schwierig für mich? Wer hat mich unterstützt? Sicher findest du auch eigene Ideen für einen Tagebucheintrag. Nun sind wir bei Schild 2. Du überlegst dir Folgendes. Wie gestalte ich meinen Eintrag? Ein Eintrag kann ein Text sein. Du kannst aber auch zeichnen oder ein Bild malen, ein Foto, eine Collage oder etwas Gefaltetes einkleben. Natürlich kannst du die Seite auch verzieren, wie du magst. Kommen wir zu Wegweiser 3. Vielleicht brauchst du manchmal Hilfe. Wo kannst du dir diese holen? Auch hier haben wir dir einige Ideen. Zum Beispiel bei Kollegen oder Kolleginnen, der Familie, in Büchern oder Heften, beim Tagträumen oder dir fällt selbst noch etwas ein. Jetzt hast du dir genügend Gedanken über deinen Eintrag gemacht. Nun kannst du endlich starten. Wichtig sind dabei folgende zwei Punkte. Erstens, starte unter deinem letzten Eintrag, also nicht unbedingt auf einer neuen Seite. Zweitens, schreibe das Datum oben links auf. Nachdem du deinen Eintrag gestaltet hast, kommen wir zum letzten Wegweiser. Gerne darfst du deine Arbeit auch anderen Leuten zeigen. Bei wem darfst du dir ein Feedback einholen? Auch hier wieder einige Ideen von uns. Zum Beispiel bei deinen Eltern, den Großeltern, deinen Geschwistern oder auch Kolleginnen und Kollegen. Sicher schreiben sie dir gerne auf, was ihnen an deiner Arbeit besonders gefällt oder was du gut gemacht hast. Wir wünschen dir viel Spaß!